hat denn jetzt Nasenbluten? Scheiße. Guten Morgen, es ist Samstag, der 24. Oktober und ich habe Nasenbluten. Sorry, dass ich GoPro nehme, aber ich habe keinen Bock, meine Handschuhe auszuziehen jetzt, um ein Touch-Display zu bedienen. Aber ich glaube, so ein GoPro-Video anzuschauen ist auf Dauer auch ein bisschen anstrengend, oder? Durch diese Verzerrung und diesen extremen Weitwinkel. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn es sehr nervt, dann versuche ich das einzuschränken, die GoPro zu nehmen. Aber ist auch praktisch, weil die so klein ist. Fällt halt oft nicht auf, dass ich gerade filme und dann keine dämlichen Fragen stellen oder beantworten muss. Ich habe so ein bisschen, also schwindelig ist mir nicht, das ist übertrieben, aber so das so in die Richtung geht, so ein bisschen komisch ist mir. Ich wollte eigentlich laufen gehen heute Morgen, aber nachdem ich da Nasenbluten bekommen hatte, habe ich das lieber sein lassen und habe gedacht, gehe ich mal diese ganze Sache ein bisschen ruhiger an. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Nasenbluten hatte. Das ist schon eine Weile her, denke ich. Warum bekommt man Nasenbluten? Also man bekommt es ja nicht einfach so. Es muss ja einen Grund haben. Allerdings bin ich dem Moment gerade erst aufgestanden. Das Einzige, was ich gemacht habe, habe mit dem Hund eine Runde gedreht. Habe meinen ersten Kaffee noch nicht mal getrunken. Den hatte ich gerade fertig, aber noch nicht getrunken. Also kann es ja nicht unbedingt Blutdruck sein. Aber ja, merkwürdig. Ja, nun ist mir ein bisschen komisch, wie gesagt. Aber gehen wir die Sache ruhig an. Wie du da sitzt. So brav. Man könnte denken, du bist ein anderer Hund. Heute wird wieder geprägt sein vom Videoschneiden der Tag. Obwohl ich zwei Videos fertig zu liegen habe, die ich nur noch veröffentlichen brauche. Das finde ich ein bisschen gut. Das 19. das vom 20. Fehlt also 21., 22. und 23. gestern. Genau, drei Videos noch. Wenn ich mich ranhalte, kann ich die schaffen. Ich schneide die auch erstmal nur. Ja, genau so machen wir es. Ich schneide die erstmal nur. Heute Mittag nehme ich dann einen Termin wahr, den ich eigentlich letzte Woche Samstag schon wahrnehmen wollte. Ich habe es erzählt im Video, glaube ich, ne? Den haben wir dann verschoben. Das nehme ich dann heute wahr. Also bin ich heute Mittag in einem Gespräch. Mal schauen. Und ansonsten easy peasy heute. Wird also kein spannendes Video, denke ich mal. Außer ich bekomme nochmal Nasenbluten, kipp um, keine Ahnung, und dann ist ganz viel Action. Der Hund scheint es auch ruhiger machen zu wollen. Eben hat sie da die ganze Zeit gesessen. Da habe ich gedacht, okay, dann gehen wir ein Stück. Dann holt sie einen Stock, schmeißt ihn vor mir her. Okay, doch, Stock werfen. Schmeiß ich ihn einmal, sie holt ihn einmal, bringt mir wieder, guckt mich an, ich schmeiß ihn wieder. Sie rennt so ein bisschen ihr langweilt hinterher und bleibt dann auf halber Strecke sitzen. Und guckt. Ich glaube, ich weiß warum. Scheint, als hätte sie sich wieder an der Daumenkralle verletzt, also ist da irgendwie wieder hängen geblieben. Das hatten wir schon öfter und wir waren schon zwei, dreimal jedes Mal beim Tierarzt dann und das ist eine Quälerei für alle Beteiligten. Cookie hasst Tierarzt wie sie Pest, egal zu welchem wir gehen, sie hat die Leute noch nie gesehen, aber sie weiß sofort, alles klar, Tierarzt, das ist nicht gut jetzt und macht immer ein Riesentheater. Also Riesentheater im Sinne von nicht, dass sie beißt oder bellt oder sonst was. Sie will halt nur einfach schnell weg da. Und dann, selbst ich habe dann zu tun, sie zu halten. Das ist wie so ein kleiner Wurm dann. Kriegt sich überall rausgewunden. Das ist echt der Hammer. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber du kriegst den Hund nicht gehalten. Rein theoretisch könnte ich auch sie überall hin mitnehmen und anbinden draußen, wenn ich irgendwo rein muss, wo keine Hunde erlaubt sind. Die bekommt keiner geklaut, das geht nicht. Schafft keiner. Naja, jedenfalls sah das eben so aus, als wenn es daran liegt. Oder dass sie da wieder ein Problem hat. Ne, Scheiße? Cookie, komm mal her. Halt. Sag mal, komm mal her. Zeig mal deine Kralle. Naja, muss jetzt alleine durch. Ich habe das, wie gesagt, waren zwei, drei Mal beim Tierarzt dann. Riesentheater immer. Und die letzten zwei Male habe ich es einfach gelassen und dann steht die erstmal so komisch ab vom Bein. Das behindert sie und dann dauert es aber nicht lange. Und dann, wenn sie dann noch zwei, dreimal gehen kommt, dann geht sie von alleine ab. Sollten natürlich Probleme entstehen, würde ich mit dem Tierarzt hingehen, klar. Wenn es sein muss, dann muss es sein, aber erstmal ist es nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht warum, aber sie kürzt sich die Krallen selbst nicht mehr. Normalerweise beißen Hunde dann irgendwie diese Krallen ab. Die anderen wetzen sich eh ab vom Laufen.
Und die Kralle steht jetzt ein bisschen höher oder ist ein bisschen höher am Bein. Die geht also nicht von alleine wird also nicht von alleine abgewetzt in der Regel. Und die Hunde, die beißen sich die dann ab und dann ist gut. Cookie macht das nicht. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir ist so, als wenn sie es früher gemacht hat. Also ich hatte die Probleme nicht von Anfang an mit ihr. Irgendwann hat sie es gelassen, hat es nicht mehr gemacht. Ihr habt nach heute Mittag gar nichts mehr aufgenommen. Ich brauche dringend eine externe Festplatte, eine neue externe Festplatte. Und zwar hätte ich gerne diese robusten Stoß- und fallfesten Festplatten, die mit diesem orangen gummierten Zeug da außen drum, keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Das wäre ganz gut, weil ich habe irgendwie den ganzen Nachmittag nachher noch dran gesessen, die Dateien, die ich noch auf meinem MacBook hatte, wieder umzuziehen auf die große Kiste, weil das Bearbeiten von Video macht ja da doch ein bisschen mehr Spaß, ne? Oder es geht da einfacher von der Hand. Schon wegen dem großen Bildschirm, wegen der größeren Leistung natürlich. Naja, so habe ich den ganzen Nachmittag verbracht. Aber nebenbei habe ich zumindest noch ein Video veröffentlichen können. Und das nächste ist schon in den Startlöchern, aber das kommt dann morgen erst. Das ist soweit fertig. So, jetzt muss ich den. Jetzt muss ich Cookie nur nochmal überzeugen, dass wir nochmal rausgehen. Das sieht nicht so aus, als wenn du willst. Na, gucken wir mal, ne? Ja. Mein Termin heute nochmal war sehr erfolgreich. Und? Was noch viel schöner ist, ich habe noch bis einschließlich Mittwoch frei. Ich muss erst am Donnerstag wieder arbeiten. Geil, oder? Also noch ein bisschen Zeit hier. Gut, ich gucke dann mal, ob ich den Hund rausbewegt kriege. Und dann setze ich mich halt ans Video. Und dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.